Der Audi Star Talk. Heute zu Gast unsere deutsche Skilegende Markus Wassmeier, die Slalom-Weltmeisterin Maria Riesch und Biathlon-Superstar Magdalena Neuner. Jetzt aus Kitzbühel mit ihrem Moderator Klaus Grunewald. Hallo Maria Riesch, herzlich willkommen auch unserem Publikum hier in Kitzbühel. Maria, Glückwunsch erstmal am Wochenende, Platz 2 in der Abfahrt. Und das ist ja alles ganz passend jetzt, kurz vor Olympia. Wie groß ist denn der Appetit schon auf olympische Medaillen bei Ihnen? Ja, der ist natürlich sehr groß. Ich habe schon viele Podestplätze dieses Jahr geschafft. Es läuft wirklich sehr gut. Mit dem Siegen klappt es nicht so. Da tue ich mir im Moment ein bisschen schwer. Da ist die Konkurrenz sehr hart. Aber ja, ich denke, ich habe trotzdem gute Medaillenchancen und die möchte ich natürlich nutzen. Maria, wo setzen Sie denn die größeren Hoffnungen rein? Eher in den Speed-Disziplinen, wo ja Lindsay Vonn im Moment, jetzt gerade was die Abfahrt betrifft, fast auf einem anderen Stern zu fahren scheint, oder technische Disziplinen? Schwer zu sagen, das stimmt. Die Lindsay ist in den Speed-Disziplinen im Moment in einer eigenen Liga. Aber auf der anderen Seite fühle ich mich auch sehr wohl auf die langen Ski im Moment. Und ich weiß auch, dass mir die Strecken in Whistler Mountain sehr gut liegen. Ich habe da vor 2 Jahren ein Weltcuprennen gewonnen, war auf der Abfahrt sehr schnell unterwegs, bin dann kurz vorm Ziel leider gestürzt. Aber man fährt da schon mit einem sehr positiven, guten Gefühl hin, wenn man weiß, die Strecken liegen einem. Aber auf der anderen Seite ist eigentlich das Slalom so die Disziplin, wo ich am stärksten und konstantesten bin in der Saison. Naja, eigentlich ist es die Abfahrt, aber gut, im Slalom war es letztes Jahr und ich bin Weltmeisterin im Slalom. Und deswegen, nein, ich lege mich da nicht fest. Ich versuche es so, wie der Markus das gesagt hat, zu machen. Nicht so sehr an irgendwelche Medaillen und an irgendwelche Konsequenzen denken, sondern einfach auf mich, aufs Skifahren, auf meine Stärken konzentrieren. Und dann hoffentlich ist an einem dieser 5 Tage, wo ich antreten werde, ein Glückstag für mich dabei. Warum ist Ihnen das eigentlich auch als medialer Superstar immer so wichtig gewesen, wie Sie es jetzt eben auch gerade angesprochen hat, so habe ich es eigentlich auch beobachtet, dass Sie auf der einen Seite zwar medial präsent sind, eben in Ihrer Funktion als Sportler oder als ehemaliger Sportler, aber Ihr Privatleben eigentlich den Medien nie wirklich geöffnet haben. Warum ist Ihnen das so wichtig? Ja, ich kann ja gar nicht herrschen über meine Familie, das heißt, es sind eigene Personen. Ich kann nicht meiner Frau sagen, du geh da mit, wenn sie nicht mitgehen will, dann akzeptiere ich das. Also ich finde das... ich verstecke mich ja deswegen ja nicht, sondern ich versuche halt gewisse Dinge einfach zu leiten, was nicht unbedingt sein muss. Und speziell bei den Kindern ist das ganz extrem, denn die haben schon relativ viel Druck, auch wenn sie den Sport auch ausüben und noch dazu der Älteste zum Beispiel auch gleich heißt noch, und das gibt dann echt Probleme. Und das will ich halt von Haus aus runterbügeln und gar nicht mit reinbringen. Aber es gibt natürlich auch das Gegenmodell. Also wenn ich jetzt, denke ich an Boris Becker beispielsweise, der mittlerweile, glaube ich, sogar ein eigenes Internet-Fernsehprogramm hat, wo er sein komplettes Privatleben praktisch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Wie finden Sie ihn? Ich finde ihn als Sportler genial. Als Sportler muss ich sagen, Hut ab, was er geleistet hat. Menschlich selbst, glaube ich, kann sich jeder selbst ein Bild machen. Und ich bin ab und zu ein bisschen enttäuscht, wie weit das er gehen kann, ohne schmerzfrei zu sein. Also das ist Wahnsinn. Also, Beispiel? Ja, dass einer sein Leben nicht so in den Griff kriegt. Der hätte so viele Möglichkeiten gehabt, ein Superstar zu werden, wie ein Franz Beckenbauer, und hat es aber nicht ganz so gecheckt. Er chillt es nicht ganz. Aber gut, das ist sein Leben und er muss, ich hoffe, dass er es irgendwann auf die Reihe bringt, dass er seine Ruhe hat. Und aber was meinen Sie da? Sowas wie zum Beispiel, wenn es eine Hochzeit bei Wetten, das irgendwie bekannt gibt zum Beispiel, oder sowas? Ist doch bescheuert, oder? Es tut mir echt leid, mir fällt nichts anderes ein. Also, ich sage ja, das ist eine eigene Meinung und ich will das jetzt wirklich nicht schmälern. Wenn er das Bedürfnis hat, das zu tun, dann also bitte kann er es ja machen. Ja. Aber für mich wäre das so weit weg, wie der Mars weg ist.